Sehr geehrter Herr Bundespräsident Professor Dr. Köhler, sehr geehrter Herr Abgeordneter Lindner, sehr geehrter Dr. Gerhardt, Frau Dr. Horn, ganz besonders natürlich die Preisträgerin, liebe Frau Helen Zille, sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Siegler, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, und ich sage auch für die Stadt Frankfurt auch eine Ehre, Sie alle heute zur Verleihung des Freiheitspreises der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit hier in der Frankfurter Paulskirche willkommen heißen zu dürfen. Und es gibt keinen besseren, keinen natürlicheren Ort in Deutschland als eben diese Paulskirche, die Wiege der deutschen Demokratie. Und es ist uns als Stadt Frankfurt eine große Freude, Sie auch dieses Mal im Jahre 2014 für die fünfte Verleihung dieses Freiheitspreises Ihrer Stiftung überlassen zu können, weil es gemeinsame Werte, gemeinsame Ziele sind, die sich in dem verbinden, was der Geist von 1848, 1849 und dem, worum es auch mit der Auszeichnung heute geht, zusammenhängt. Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, meine Damen, meine Herren, sind Grundwerte einer aufgeklärten Gesellschaft, die über die Jahrhunderte erkämpft und erstritten worden sind und uns in unserem Land, Sie haben es ausgeführt, heute manchmal zu selbstverständlich sind. Dass Freiheit auch mit Verantwortung zusammenkommt, Eigenverantwortung, aber auch Verantwortung für die Gesellschaft, dass daraus auch ein Auftrag sich formuliert an den Einzelnen, das wird oft übersehen. Und umso mehr ist eine Auszeichnung einer einzelnen Persönlichkeit erst recht ein Blick darauf, dass es Menschen sind, die diesen Auftrag haben und diesen Auftrag auch ausführen. Und auch wenn uns dies heute in unserem Land, hier auch in Frankfurt, so selbstverständlich erscheint, liegen doch dennoch gerade einmal nur knapp 80 Jahre zwischen dem heutigen Tag und dem Beginn des dunkelsten Kapitels unserer Geschichte, in dem diese Grundwerte in völlige Umkehr gesetzt und durch Unrecht, Unfreiheit und mörderische und verbrecherische Diktatur ersetzt worden sind. Der Blick auf das vergangene Jahrhundert zeigt, dass im Buch der deutschen und der europäischen Geschichte das Kapitel eines freiheitlichen und demokratischen Gesamtdeutschlands als Teil eines friedlichen und geeinten Europas erst ein sehr junges und kurzes Kapitel ist und uns dieses Glück der zurückliegenden Jahrzehnte nicht in den Schoß gefallen ist. Denn erst seit der Wiedervereinigung unseres Landes gelten eben jene Werte von Freiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Freiheit der Religion, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit eben auch für das gesamte Deutschland. Und es gilt vor diesem Hintergrund auch, dass die große europäische Idee von einer gemeinsamen Zukunft in Frieden, Freiheit, Sicherheit und Demokratie mehr wert ist als jede finanzpolitische Diskussion, die wir dieser Tage hin und wieder in Europa miteinander führen, meine Damen und Herren. Der Mauerfall vor 25 Jahren, den wir in diesen Tagen feiern, markiert im Bewusstsein der Menschen in Deutschland das Ende des unfreien Unrechtsstaates DDR, das mit Vollendung der staatlichen Einheit dann 1990 wahr geworden ist. Und lassen Sie mich dies gerade auch an diesem Platz, gerade auch wenn es um diesen Preis heute geht, klar zum Ausdruck bringen: Eine Diktatur ist per se ein Unrechtsstaat, auch wenn dieser Paragraphen zu Papier bringt, meine Damen, meine Herren. Und wer die Gesetze einer Diktatur als Recht betrachtet, der hat das Wesen der Freiheit nicht begriffen. Und wer dies 25 Jahre nach dem Mauerfall nicht so sieht, hat weder die Geschichte unseres Landes noch wahrscheinlich die eigene Parteihistorie ausreichend aufgearbeitet. Applaus
Und ein Staat, der seine eigenen Menschen erschießt bzw. erschossen hat, wenn sie nicht nach nicht mehr als nach der Freiheit sich sehnten, war nicht nur Unrechtsstaat, sondern ein verbrecherischer obendrein. Und umso mehr ist das Eintreten, die Verteidigung, das Streiten und das Wachen über unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, Verpflichtung und Auftrag für jede Demokratin und jeden Demokraten. In diesem Jahr ist das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 65 Jahre alt geworden. 100 Jahre zuvor hat hier die Paulskirchenversammlung getagt, wo der Geist von Freiheit, der Geist unveräußerlicher Rechte den Diskurs der Paulskirchenversammlung bestimmt hat. Ist es gut, dass heute wieder der Geist der Freiheit hier mit Einzug hält mit dieser Veranstaltung. Und deshalb, ich sagte es, haben wir gerne auch diesen Ort zur Verfügung gestellt. Und mit der 5. Auszeichnung wird heute zum 5. Mal eine außergewöhnliche Persönlichkeit, ein außergewöhnlicher Mensch geehrt und ausgezeichnet. In diesem Falle die zur Fortentwicklung freiheitlicher Werte entscheidend beigetragen hat. Menschen wie Frau Zille, die sich mit Mut, Kraft und Liebe für die Freiheit einsetzt, sich seit Jahrzehnten für ihre Landsleute engagiert, für gleiche Chancen für alle Bürgerinnen und Bürger gegen Apartheid. Und sie sind Hoffnungsträgerin für ein Südafrika ohne Rassismus und Korruption und damit eine würdige Preisträgerin auch für Freiheit und Demokratie. Ich wünsche, meine Damen, meine Herren, der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit für die kommenden Jahre ebenso würdige Preisträgerinnen und Preisträger wie die bisherigen, wie die heutige und wie die heute auszuzeichnende. Und Ihnen, Frau Zille, wünsche ich viel Kraft in Ihrer weiteren Arbeit, wo Sie dieser Preis vielleicht auch ein Stück weit weiter stärkt, weiter animiert und damit gleichzeitig aber auch Vorbild für andere sein soll, sich ebenso für die Freiheit, für die Rechte einzusetzen, weil es längst noch nicht überall auf der Welt so ist, wie wir es hier bei uns genießen können. Uns allen wünsche ich im Weiteren eine gute Veranstaltung. Wir freuen uns auch auf die nächsten Jahre, wo die Stadt Frankfurt auch weiterhin sehr gerne der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, die Paulskirche, zur Verfügung stellen wird. Herzlich willkommen.